Leute, was geht? Ich muss da unbedingt was mit euch teilen. Wir kennen doch alle diese Menschen, die einfach nicht dazulernen. Du kannst denen noch so oft dasselbe sagen. Und die können dir noch so oft sagen, ja, ich weiß, ist ein Fehler. Und die gehen hin und tun es wieder. Immer wieder. Immer wieder machen die denselben Fehler. So, ich muss mein Handy laden. Immer wieder machen die denselben Fehler und gehen hin und wiederholen und wiederholen und wiederholen dieses Geschehen immer wieder. Du kannst ihnen nicht helfen. Die sind unbelehrbar. Du kannst denen noch so oft sagen, ey, du weißt doch, dass das ein Fehler ist, tu es nicht und bla bla bla. Du kannst ihnen das noch so oft sagen. Aber manche Menschen, die lieben es einfach wieder, wie es schon im Wort steht, zu ihrem Erbrochenen zu laufen. Die lieben es, wieder im Drama zu sein, wieder in der toxischen Beziehung zu sein. Und du sagst, ey, deine Partnerin da, sie liebt dich nicht. Und er geht es hin, geht wieder zu ihr. Oder sie. Sagst deiner Freundin so, ey, er liebt dich nicht, er geht dir fremd, er macht dies, er macht, ah, du hast keine Ahnung, blablabla. Man kann denen einfach nichts sagen. Ja, vorher geben die dir recht, sagen, ja, du hast so recht, du hast so recht. Und dann, wenn sie aber wieder zurückgehen zum alten Fehler, dann schreien die dich an und sagen, dass du keine Ahnung hast. Wer hat das erlebt? Schreib es in die Kommentare. Wer hat es nicht schon erlebt? Schreib es in die Kommentare. Wer hat das nicht schon erlebt? Du redest an einem Tag mit dieser Person und die Person gibt dir recht. Bedankt sich bei dir am nächsten Tag auf einmal, sie wiederholt diesen selben Fehler und schreit dich dann an, halt dich aus meinem Leben raus, du hast keine Ahnung, bla 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 bla. Aber am übernächsten Tag will sie dann wieder deine Hilfe haben, wenn sie dann wieder am Weinen ist, weil es wieder ein Fehler war, du hattest so recht, du hattest so recht, und will dann wieder deine Hilfe haben. Was? Was? Wo sind wir hier? Sind wir hier im Clownskonzert oder was? Erst schreist du mich an, sagst mir, dass ich keine Ahnung habe. Und dann, wenn du aber wieder den Fehler getan hast und es wieder wehtut, oh, guess what, dann kommst du wieder und willst meine Hilfe. Was? Manche Leute sind ridiculous, die sind wirklich, ich weiß nicht, was mit denen los ist, aber normal ist das nicht. Du kannst sagen, was du willst, aber normal ist das überhaupt nicht. So, die sprechen an einem Tag, das ist beispielsweise innerhalb von 3 Tagen drei verschiedene Menschen. So, an einem Tag sprichst du mit, also dieselbe Person ist drei verschiedene Menschen, das meine ich so. Pass auf, ich erkläre es. An einem Tag kommt die Person und heult dir die Ohren voll. Und du hilfst dieser Person und sagst, ja, mach das nicht mehr. Ja, ich bin bei dir, ich helfe dir, bla bla bla. Dann geht sie am nächsten Tag hin, tut diesen Fehler wieder. Schreit dich aber an, du sollst dich aus ihrem Leben halten. Du hast ja keine Ahnung, von was du redest. Und am dritten Tag dann kommt diese Person wieder zu dir und heult dir wieder die Ohren voll. Es gibt einfach diese Menschen. Wer das erlebt hat, schreibt deine Erfahrungen gerne in die Kommentare. Es gibt wirklich diese Menschen. Ich hab's früher überhaupt nicht verstanden. Mittlerweile weiß ich es einfach. Es gibt einfach Menschen, die lieben es, wieder im Drama zu sein. Die brauchen Drama. Die brauchen diese Toxine. Die brauchen diese Probleme. Die fühlen sich so gelangweilt. Die brauchen Drama. Keine Ahnung. Weiß auch nicht alles, aber das ist, was ich weiß. Das ist, was ich gelernt habe. Manche lieben einfach das Drama. Und sie erzählen dir so, ja. Ich will jetzt eine richtige Beziehung, eine Beziehung mit einem guten Mann. Und sie geht hin und holt sich immer wieder die A-Löcher. Sie holt sich immer wieder die falschen Männer. Und wundert sich, warum sie immer wieder verletzt wird. Warum sie immer wieder hintergangen wird. Warum ihr immer wieder fremdgegangen wird. Und du sagst ihr, ey, deine Männerwahl ist nicht gut. Ah, du hast keine Ahnung. Halt dich aus meinem Leben raus. Hör auf, mich zu kontrollieren. Aber kommt dann später wieder heulend zu dir, du hattest so recht, er hat mich behandelt und heult dir die Ohren voll.
Manche Leute sind einfach unbelehrbar. Mach's nicht zu deiner Aufgabe, sie zu belehren. Manche wollen nicht dazu lernen. Manche wollen und können es einfach nicht. Die können einfach nicht dazu lernen. Die wissen, dass es ein Fehler ist, aber tun es trotzdem. Irgendwann kannst du nicht mehr sagen, dass es ein Fehler ist. Das ist eine bewusste Entscheidung. Die entscheiden sich extra für den Schmerz. Manche wollen nicht heilen. Die wollen im Schmerz bleiben. Die wollen diesen Schmerz spüren. Die brauchen das. Die lieben das. Ich weiß, es ist hart. Ich weiß, es ist crazy. Ich weiß, es ist unverständlich. Und für so jemanden wie dich und mich ist das unverständlich. Denn wir wollen wachsen. Wir wollen besser werden. Wir wollen raus aus dem Schmerz. Raus aus toxischen Beziehungen. Raus aus irgendwelchen Situationen, die nicht für uns sind. Aber es gibt einfach Menschen, die sind das genaue Gegenteil. Die wollen da drin bleiben, die wollen im Schmerz bleiben, die wollen in toxischen Beziehungen bleiben, die wollen nicht wachsen, die wollen da nicht raus, die brauchen das. Und da musst du dann die Biege machen. Da musst du den Abflug machen. Weil die machen immer wieder denselben Fehler. Und ich weiß, dich stört das so extrem. Und du liebst diesen Menschen. Vielleicht ist das ein Familienmitglied. Und beispielsweise jetzt dein Bruder oder deine Schwester oder sowas, du versuchst, dieser Person was beizubringen, was nahezulegen, so, hey, so, ich bin bei dir, ich will dir helfen und sowas. Du willst dieser Person helfen. Aber manche Leute wollen einfach keine Hilfe, sie wollen nur sich beschweren. Und die kommen nur und beschweren sich immer wieder über ihre Probleme, aber verändern nichts. Die beschweren sich nur, aber verändern gar nichts. Und diesen Menschen kannst du nicht helfen. Die sind ein Problem auf zwei Beinen. Die sind ein laufendes Problem. Ein Problem für sich selbst und ein Problem für alle Menschen um sie herum. Denn diese Menschen werden dich sowas von runterziehen. Die werden dir so viel Energie ausrauben. Die werden dich so fertig machen, mental, emotional, psychisch, vielleicht sogar physisch. Die verlangen so viel von dir ab, nur um wieder am Ende dasselbe zu tun. Und du gehst immer wieder hin und helfst dieser Person und hilfst und hilfst und hilfst und es bringt einfach nichts. Manchmal müssen wir einsehen, dass unsere Hilfe nichts bringt. Und ich weiß, für dich ist das eine bittere Pille zu schlucken, weil du bist jemand, du liebst es zu helfen und du hasst es, jemanden strugglen zu sehen. Ich weiß, ich auch. Aber manchmal müssen wir einfach begreifen, dass unsere Hilfe nichts bringt. Denn diese Person ist nicht lernfähig. Sie ist nicht willig zu lernen, sich helfen zu lassen. Viele wollen sich einfach nicht helfen lassen. Und sie verfluchen dich dann sogar, wenn du denen helfen willst. Du willst denen helfen und die verfluchen dich auf einmal. Oh, was weißt du? Du machst immer wie, als wüsstest du alles. Und denkst dir, Bro, ich will dir doch einfach nur helfen. Du hast einen Kontrollwahn. Du willst mich kontrollieren? Bro, ich will dich nicht kontrollieren. Ich sehe einfach nur, du machst immer wieder denselben Fehler. Ich will dich vor deinem Fehler bewahren. Weil wenn du so weiterlebst, auf dich wartet ein miserables Leben. Aber denen ist das egal. Denen ist das egal. Die wollen das. Man sieht es doch. Wenn jemand immer wieder denselben Fehler tut, dann will er kein besseres Leben für sich. Der will ein miserables Leben haben. Das ist das, was ich denke. Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt eure Meinung. Und nicht nur, ich bin anderer Meinung, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Aber es gibt einfach diese Menschen, meiner Meinung nach, die wollen kein besseres Leben. Die können sich nichts Besseres vorstellen. Vielleicht ist das auch das Problem. Die können sich nichts Besseres vorstellen als das. Und bleiben dann lieber im bekannten alten Schmerz, als neue Erfahrungen zu machen, als bessere Menschen kennenzulernen, als sich mal selbst zu lieben, als mal weg von dieser toxischen Beziehung zu gehen. Nee, lieber bleibe ich drin, weil das kenne ich ja schon. Aber neue Dinge, halt, sind das Unbekannte und das Unbekannte macht mir Angst. Das ist. Ich check's nicht. Ich kann es nicht verstehen. Vielleicht kann mich jetzt hier jemand aufklären und das in die Kommentare schreiben, warum es so ist. Aber ich habe es noch nie gecheckt, wie jemand lieber im bekannten Schmerz bleiben kann,
als mal neue Erfahrungen zu schaffen, so zu machen und so. Ich check das nicht. Ich werde es bis heute nicht checken. Ich check das bis heute nicht. Aber du kannst noch so viel denen geben, noch so viel denen helfen. Die werden es niemals verstehen. I'm just saying, ich habe immer wieder dieselben Erfahrungen gemacht. Du versuchst dieser Person die Augen zu öffnen, du versuchst so, ey, so und so, da, 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 und bevor jetzt jemand kommt, ja, zieh erstmal deinen Splitter aus den Augen. So, das ist nicht, du willst nicht diesen Menschen kontrollieren oder unbedingt auf seine Fehler hinweisen, du willst einfach nur helfen. Und Gott sagt uns doch selbst, lieb deinen Nächsten, und das heißt doch, hilf deinem. Wenn du jemanden in Not siehst, willst du doch helfen oder nicht? Das ist nicht, du willst den unbedingt zurechtweisen und zurechtrücken und richten. Nein, du willst einfach nur da sein für deinen Bruder, für deine Schwester. Du willst einfach nur helfen. So meine ich das jetzt. Nicht jetzt unbedingt, du willst jemanden richten und hier und dies und das. Nein, das ist nicht gemeint. Dann verstehst du die Message nicht. Dann ist die Message komplett an deinem Kopf vorbei. Es geht einfach nur darum, deinem Nächsten zu helfen. Du siehst einen Bruder in Not. Und willst helfen, aber dieser Bruder lässt sich nicht helfen. Da musst du einfach lernen, loszulassen. Manchmal müssen wir lernen, Menschen einfach loszulassen, sie gehen zu lassen, sie machen zu lassen. Ich sag's euch, das Leben ist der beste Lehrer. Das Leben ist der beste Lehrer. Eventuell werden die es irgendwann mal lernen. Aber ich sag euch, die meisten lernen nie. In diesem Sinne, verschwendet keine Energie, keine Aufmerksamkeit, keine Kraft, keine Zeit für solche Menschen. Nicht mehr hier Interventionen und mit denen reden und sonst, es bringt doch nichts. Warum mit einer Person immer wieder über dasselbe Thema reden? Und du merkst, es bringt einfach nichts. Einstein hat es doch schon gesagt, oder ich glaube, es war Einstein so. So der Inbegriff von Wahnsinn ist, immer wieder dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Das ist der Inbegriff von Wahnsinn, von Verrücktheit oder sonst was. Ja? Immer wieder dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Aber so viele sind so. Die tun dieselben Dinge, aber erwarten ein anderes Ergebnis. Wie soll das gehen? Wie verdammt soll das gehen? Du tust dieselben Dinge und erwartest ein anderes Ergebnis. Funktioniert nicht. Lass diese Menschen los, lass sie machen. Wir müssen sie nicht hassen oder irgendwas. Nein. Lass diesen Menschen machen. Ich weiß, das ist hart, wenn es dein eigenes Kind ist oder dein Bruder, deine Schwester oder jemanden, den du sehr lieb hast. Aber Liebe ist auch gehen lassen zu können. Wir haben alle einen freien Willen. Und wenn sie sich für den Schmerz entscheiden, dann lass sie im Schmerz weiterleben. Mach es nicht zu deiner Aufgabe, sie immer aus dem Schmerz rauszuziehen und rauszuziehen. Das raubt dir doch deine ganze Kraft. Nutz sie besser, weiser für dich selbst und deine Form und für Menschen, die auch deine Hilfe annehmen und annehmen wollen. Und deine Ratschläge und sowas annehmen wollen. Nutz es für diese Menschen. Verschwende nicht deine ganze Zeit für Menschen, die einfach deine Ratschläge nicht hören wollen, die deine Hilfe nicht annehmen wollen. Dann lass los. Lerne loszulassen. Lerne gehen zu lassen. Lass sie gehen. Lass sie machen. Lass sie ihre eigenen Erfahrungen machen. Eventuell, hoffentlich, wenn Gott will, werden sie lernen. Aber es gibt einfach zu viele. Ich sag's euch, das ist keine Feel-Good-Message. Das ist einfach die Wahrheit. Es gibt einfach leider zu viele Menschen, die lernen niemals. In diesem Sinne, weiß jetzt nicht, wer das hören musste, aber ich hoffe, es hat geholfen. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Stay blessed.